الشهادة ويمن يرى الشهادة مخلصا والهاتم النا في سبيل الله يسوق العمر ويعزز. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Beim nächsten Mal wissen wir in ganz Deutschland, egal, ein Tag München, ein Tag Hannover, ein Tag Peine, ein Tag, was weiß ich, wo Hamburg, jedes Wochenende woanders. Vor ein paar Wochen sind drei Schwestern, weil sie kopfgekrankt aus einem katholischen Krankenhaus als Krankenschwester entlassen wurden. Wisst ihr, was wir machen? Dann melden wir eine Kundgebung an. Eine Woche später stehen dort 5000 Kinder vor der Tür und sagen, hier in diesem Krankenhaus, bei diesen Leuten, werden Frauen diskriminiert, die Kopftücher. Glaub es mir, danach weiß jeder in Deutschland, ui, du musst vorsichtig sein, weil ansonsten könnte es sein, wenn du die Muslime bei dir auf der Arbeit unterdrückt, von dir bis in das geht. Könnte nächste Woche schon The New Muslim Army mit 5000 Mann vor deiner Tür stehen. الطفل يرضى مفجع عنا والجريح اللي مطوق وتألم من جراحه وتألم من جراحه. يا سيدي واللي عجز معك معذور لصار ما يعرج للأفلاك وتزاهى لصرت مبرور ومن الذنب مغفور والله مدحت بمنزله وشلال شعار Das fängt so an, der wird erstmal irgendwie blöd angeguckt, dann blöd angemacht, am Ende kriegt er die Fresse poliert, auf gut Deutsch. So ist das auf gut Deutsch. Und so ist das auch, es wird langsam geprobt, wie weit können wir gehen. Wie weit können wir gehen? Wie wupp, wird dir mal was erzählen? Das ist das, was man sehen will. Stück für Stück, für Stück, für Stück. Umso mehr du den Mund hältst, umso mehr kann man geben. Umso mehr kann man drauf geben. Wovor habt ihr Angst? Wir müssen wissen, jedes Problem kann mit verschiedenen Methoden beseitigt werden. Und eine Methode, die vielleicht in einem Land hilft, kann in einem anderen Land nicht helfen. Und eine Methode, die einer bestimmten Zeit hilft, kann vielleicht in einer anderen Zeit nicht mehr helfen. Das heißt, das, was mir heute hilft, hilft mir vielleicht morgen nicht mehr. Oder das, was hier in Deutschland hilft, hilft vielleicht in Marokko nicht oder in der Türkei nicht. Ja? Aber das, was nie hilft, und nie in der Menschheitsgeschichte die Situation von einem Volk oder von einem Individuum verbessert hat, ist, den Mund zuzumachen und zu schweigen und zuzusehen, wie man Schritt für Schritt platt gemacht wird. Inshallah werden wir wach und räumen richtig auf. Und glaub es mir. Das wird die Methode sein, die wirkt. Und wenn sie nicht wirkt, haben wir wenigstens Zusammenhalt bewiesen und zusammengekommen. Du musst zurück zu dieser Religion. Dass du dahinter stehst wie ein Mann. Und dass man sich nicht versteckt wie die Kanickel. Sondern dass man bereit ist, vor dem Pharao zu stehen. Und zu sagen, La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Und inshallah bin ich der Letzte, der steht. Möge Allah mich festigen.
so muss man sein. وبهجرة الفصل المكذب والأنصار.